Cityswap ist eine Theaterbewegung zum Thema Stadtleben. In Hamburg wird immer viel diskutiert und theoretisiert über diese großen Begriffe, Gentrifizierung, Eventisierung, was es so alles gibt. Wir wollten das mal runterbrechen auf eine ganz schlichte Frage: Wie leben die Hamburger und wie wollen sie leben? Ja, herzlich willkommen bei mir zu Hause, beziehungsweise bei meinem alten Zuhause. Dem Bernsdorf Straßenfest, da gibt es immer verschiedene Aktionen. Und eine Aktion hieß Wolle Wolle. Und da hat jedes Kind ein Wollknäuel gekriegt und sollte das dann von Fenster zu Fenster und zur Tür und zum Balkon und einmal um die Laterne herum hin und her werfen und überall festknoten. Und da ist ein echt riesiges Netz draus entstanden, was ziemlich cool war irgendwie. Also auch totales Chaos natürlich, aber irgendwie auch einfach ein schönes Netz zur Zeichen der Vernetzung auf St. Pauli. Wir haben hier guten Boden für Träume, die wachsen in die Höhe und verbrauchen die Räume. Die Menschen, die hier leben, lieben dich und doch, du Heimathafen Pauli, pfeifst aus dem letzten Loch. Party feiern kann der Himmel sein, Party feiern müssen ist die Hölle. Man muss ein ziemlich dickes Fell haben, man muss wirklich... Manchmal muss man drüber wegsehen, weil man hält es sonst nicht aus. Wir sind ja permanent von Menschen umgeben, die hier einfallen, die sich austoben auf St. Pauli, die St. Pauli benutzen, wie andere Leute ein Stück Klopapier. Was ist geiler, als wenn man sonst ein spießiges Leben führt, irgendwo in der Kleinstadt? Dann fährt man nach St. Pauli, grölt, zerschmeißt ein paar Glasflaschen und fühlt sich wie ein Mann. Wenn ich dich heute so ansehe, Kulisse für einen Film, der nicht mehr läuft, ich sag dir das. Auf St. Pauli liegt alles nur wenige Schritte auseinander, aber es befindet sich auf unterschiedlichen Landkarten. Ja. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Gruppen, also tatsächlich die alten St. Paulianer, dann die Künstler oder junge Leute, die das seit 10, 20 Jahren entdeckt haben, jetzt kommen die Investoren. Ich als Fotograf renne hier irgendwie gerne durch den Stadtteil und Fotos von den alten Kneipen, die es hier noch so gibt. Bei Erna, oben auf dem Schrank hinter dem Tresen steht eine Urne. Kalle, Stammgast seit 50 Jahren, wollte nach seinem Tod dort aufbewahrt werden. Die Behörde hat es leider nicht erlaubt. Die Urne steht trotzdem da leer, symbolisch. Die Anzeige habt ihr alle gelesen? Ich habe nochmal nachgemessen. Es sind doch keine 12 Quadratmeter, es ist ein bisschen kleiner. Ich würde euch aber noch mit der Miete ein bisschen entgegenkommen. Also nicht 315, sagen wir 300, da ist dann aber auch Nebenkosten, Wasser und Strom inklusive. Ihr könnt hier das gemeinsame Wohnzimmer könnt ihr mitbenutzen. Und also wir würden nochmal umstreichen und alles, aber der Kicker sollte gerne drin bleiben. Das wäre nett. 20 Jahre Außenalster, hoffentlich 10 Jahre Elbe, was wünsche ich mir mehr? Nein, ich kann loslassen und ich finde es hier toll. Hier gibt es so viel Kultur, auch ohne die Elbphilharmonie, mit der ich natürlich eher gerechnet habe. Ich habe gedacht, ab 2013 gehe ich rüber am Abend und sage, na, was ist noch frei? Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich gelernt habe, loszulassen. Ne? An jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ne? Das schöne Gedicht Stufen, das ist einfach so. Menschen, die nicht loslassen können, haben es sehr schwer im Leben. Also Sie sind hier in einer Wohnung, da haben Sie die. Und zwar eine Wohnung mit Service ist das, von der Marder-Stiftung. Danke, liebe Freundin, und danke, lieber Vorleser fürs Vorlesen. Ich bitte Sie, sich an mein Fenster zu stellen und die Aussicht zu genießen. Schauen Sie doch mal, das ist nämlich wirklich sehr interessant, da durchzugucken. Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit. Und darf nicht ewig dauern. Ich finde es eine gute Entscheidung, den Hafencharakter über eine starke steinerne Anmutung weiterleben zu lassen.
Nein, ich habe selbst geangelt mal, ja, zu Hause, aber da ja eher komplett auf dem Land und da hat man keine Menschenseele gesehen. Und hier haben die Angler, das geht erst seit 3 oder 4 Monaten so, dass die Angler wirklich hier sich ihr Revier erobern. Und eigentlich passt es ja gar nicht rein, weil die Angler, ich denke nicht, dass jetzt Angler vorgesehen waren in der Hafen City, aber es ist eigentlich sehr schön, weil die sich irgendwie so ein Stück, ja, Natur hier mit reinbringen, dadurch, dass sie so tun, als wäre hier Natur. Also man sieht es ja gar nicht, man sieht hier relativ wenige Bäume, aber vielleicht ist der Angler in dem Moment Natur. Ja, wir haben dieses Nest gebaut und sind hier mit unserem Büro eingezogen und auch mit meiner Familie bin ich hier eingezogen. Wir wohnen und arbeiten hier unter einem Dach. Naja, das Wohnzimmer, das war ein bisschen problematisch, das ging nämlich nach vorne raus und zwar direkt neben so einer riesen Verkehrsampel mit einem riesen Verkehrsschild und es war da so dermaßen laut, dass man da eigentlich gar nicht sein konnte. Wenn die LKWs angefahren sind, dann schepperte alles in den Schränken und